Ja, Franka, was für ein Tag. Die Deutschen haben einiges abgeräumt heute, viele Medaillen geholt. Und jetzt wäre von mir die Frage an dich, wie sehr überwiegt gerade die Enttäuschung über vielleicht ein nicht ganz so erfolgreiches Ergebnis oder wie du es dir vielleicht auch gewünscht hättest, gegenüber den Erfolgen aus dem Team? Also wie sehr freut es dich trotzdem? Ja, also erstmal, ich bin schon mit der Einstellung hergekommen, dass ich einfach wusste, dass es auf keinen Fall so für die Spitze reichen wird. Dafür war einfach die Vorbereitung nicht top und nicht lang genug. Und deswegen bin ich erstmal so mit meinem Rennen auch voll zufrieden. Also ich denke, ich habe eigentlich so im Rahmen des Möglichen habe ich eigentlich echt alles gegeben und war auch so Laufen, Radfahren gut dabei. Beim Laufen wusste ich einfach, okay, da werden einfach viele an mir vorbeiziehen. Und deswegen bin ich jetzt echt voll versöhnlich so aus meinem Rennen rausgegangen. Und umso mehr hat es mich dann einfach gefreut, wie die anderen Mädels abgeschnitten haben. Also muss einfach sagen, es war so eine starke Leistung und die haben es einfach mega gut gemacht. Also und ich habe mich wirklich richtig für die gefreut. Insgesamt das ganze Team Deutschland heute richtig stark abgeschnitten und freue ich mich auf jeden Fall. Genau, nach dem Rennen ist ja immer das eine, aber ich frage mich immer, wie ist es denn im Rennen selber? Also ihr seid ja trotzdem zu viert oder zu fünft oder vielleicht ein bisschen weniger gewesen in dem Rennen. Ist man da eher Gegner oder unterstützt man sich da schon an der einen oder anderen Stelle, vielleicht an einem Anstieg oder so trotzdem mal? Nein, also ich denke, im Großen und Ganzen ist man trotzdem so ein Team und falls es jetzt irgendwie auch mal eine Stelle gegeben hätte, also man versucht sich da ja auch nicht gegenseitig irgendwas der Gruppe zu fahren und ich hatte auch mal kurz den Gedanken, ob wir versuchen vielleicht zusammen wegzufahren, aber die Strecke ist echt schwierig, da irgendwie vorne wegzukommen. Also wir dachten eigentlich alle, dass hier sicher sich kleine Gruppen bilden werden und dass man auch bestimmt irgendwie mal zu dritt, zu viert mal wegkommen kann. Und es war vielleicht auch am Anfang unser Plan so von uns Mädels, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen einfach mal. Und da hätten wir auf jeden Fall zusammengearbeitet und da versucht man auf keinen Fall sich irgendwie gegenseitig rauszufahren. Ja. Jetzt haben wir ja schon Samstag, am Donnerstag war es, glaube ich. Hattest du deine Abi-Ergebnisse noch nicht? Darf ich fragen, ob du die jetzt schon hast? Ja, ich habe es mir gestern sagen lassen. Sehr gut. Und zufrieden soweit? Ja, voll. Super. 1,2! Ja, 1,2, ja. Super. Wie fühlt es sich jetzt so an nach dem Abi? Merkst du auf einmal, man fühlt sich total frei oder so? Oder gibt es irgendwas, auf was du dich jetzt super freust, weil du sagst, jetzt habe ich endlich mal Zeit dafür? Vielleicht nicht unbedingt nur Sport? Es fühlt sich schon richtig cool an, muss ich sagen. Also einfach der Gedanke, dass ich so zum Beispiel nach dem Frühtraining 7 am Beckenrand, 9:30 fertig, zurück ins Haus fahren, einfach mal wieder hinlegen und schlafen. Und ganz ehrlich insgesamt, ich glaube, es kommt erstmal eine ganz coole Zeit. Keine Schule, auch einfach mal genießen mit einem guten Abi-Ergebnis raus und dann mal schauen, was kommt. Super, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, gute Erholung und wir sehen uns wieder bestimmt bald. Ja, danke.